Hallo, ich bin Marlin und ich mache hier bei Echerliholz bei der Lehre zur Sägerin. Also der Hauptbestandteil der Lehre zur Sägerin ist das Entrinden und Weiterverarbeiten von Baumstämmen zu Brettern oder anderen Holzprodukten. Aber neben dem Entrinnen gehört natürlich auch Sägen dazu und Fräsen, Kappen, Zuschneiden, Hobeln, bis dann das fertige Produkt entsteht. Also besonders an meinem Beruf ist definitiv, dass wir viel mit Maschinen arbeiten. Und also Sägerin ist also weniger fein. Man arbeitet sehr grob und man packt viel mit an. Also sicher, bei uns braucht man viel technisches Interesse und Verständnis, weil wir eben viel mit Maschinen arbeiten. Man braucht gutes Vorstellungsvermögen und gute rechnerische Fähigkeiten und natürlich auch gute körperliche Kondition. So, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in meinen Alltag erhalten und ich hoffe, es hat euch gefallen und bewerbt euch doch noch heute als Säger oder Sägerin.